Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Supermarket Simulator. Ihr habt es im Titel und im Thumbnail schon gesehen. Heute geht es um die SB-Kassen, wie wir hier sehen. Nebenbei, mir ist die Tonspur von der ersten Hälfte des Videos abhanden gekommen. Von daher muss ich das jetzt hier nachsynchronisieren. Und ja, wir stellen die Kasse erstmal nach draußen, oder ich habe sie erstmal nach draußen gestellt und will den Bereich hier für SB-Kassen machen. Also, den wir eben gesehen haben. Ja, sorry, ist jetzt ein bisschen schlecht, aber ja, ich würde sagen, wir skippen das einfach ein bisschen bis dahin, wo ich wieder Ton habe, denn mir ist das Spiel abgestürzt und deswegen musste ich eh einmal neu starten. Und ja, wir machen den Bereich vorne rechts, machen wir die Kassen weg und sparen ein bisschen Geld. Und setzen da SB-Kassen hin. Also jetzt hier vorne rechts der Bereich, der. Genau, der. Der soll mit SB-Kassen werden. Wir. Bis gleich. So, zurück im Spiel. Wem es vielleicht aufgefallen ist, ich konnte eben die Kasse hier nicht mehr bewegen. Und irgendwie steht hier auch noch einer hinter. Mir ist nämlich eben tatsächlich zweimal das Spiel abgestürzt. Woran das liegt, ich kann es euch nicht sagen. Ich spiele hier die Originalvariante. Den feuern wir auf jeden Fall. Und speichern ihn auch mal. Also von daher, ich werde jetzt hier zwischendurch ein bisschen speichern, weil wenn ich hier eine Viertelstunde Video aufnehme, dann hängt sich das auf und ich das dann alles wieder machen muss, damit es wieder so aussieht wie vorher. Was ist denn hier los? Hab doch gerade die Kassierer gefeuert. Warum stehen denn jetzt da schon wieder neue Kassierer? Kassierer. Ist keiner da. Warum sind die da? Na, ihr seht also, irgendwas passt hier nicht. Ich habe jetzt auch die Originalvariante mit dem gemoddeten Stand. Vielleicht liegt es daran, wird wahrscheinlich daran liegen. Ja. Aber zurück zum Thema. Irgendwie gefällt mir das hier doch nicht so gut. Und deswegen werden wir hier die doch nochmal wegnehmen, die Kasse. Und auch erstmal ins Lager packen. Und hier jetzt... Ja, vielleicht machen wir es einfach auch quer. Jetzt gibt es ja auch gespiegelt. Geht das enger zusammen? Ne, warum nicht? Weiß wieder kein Mensch. Ja, und ich habe es in den Kommentaren gelesen. Es gibt eine Mod dafür, die genau dieses Problem behebt. Aber... Ja, das ist dann wieder auch genau eine Mod, die bei einem Update dazu führt, dass ich alles neu machen muss. Und von daher, Dankeschön für den Tipp. Ich habe es gelesen, habe kurz drüber nachgedacht und habe mich dann entschlossen, nein, mache ich nicht. Aber vielleicht kriegen wir das hier so ein bisschen... halb gedreht hin. Dass wir die Ecke da ein bisschen besser nutzen. Muss jetzt, genau, das ist eine gespiegelte. So wäre sie genauso. Wir drehen einmal die Richtung. Dann nehmen wir die. Genauso ausrichten. Einmal drehen. Da müssen wir ein bisschen weiter nach vorne kommen. Dann gucken wir einfach mal, was wir jetzt hier rankriegen an Kassen. So eng wie möglich.
Ja, vielleicht müssen wir es auch einfach stärker drehen. Mal wegstellen hier. Nicht nur ein, sondern um zwei quasi. So, ein, zwei. So. Ja. Ich sag mal so, wir haben das nach Corona eingestellt. Einmal zwischenspeichern. Und so hat auf jeden Fall jeder Kunde zum anderen Kunden genug Platz. Wir haben jetzt zwei Kassen weggenommen und haben dafür vier Selbstbedienungskassen hinbekommen. Wir könnten das Ganze natürlich auch noch ein bisschen anders gestalten. Können wir auch noch mal probieren. So. So, und dann können wir rein theoretisch auch ganz an die Wand gehen. So. So. Und so und können die hier hinsetzen. Ja, so kriegen wir auch mehr hin und so ist es eigentlich ja auch in den Supermärkten. So kennt man das ganze Prinzip, ja. Und machen wir uns nichts vor. Hier geht es darum, möglichst viele Kassen auf den Raum zu kriegen, wo vorher zwei normale standen. Ist die Frage, kriegen wir hier noch eins hin, wenn wir ein bisschen schieben und drücken? Oder setzen wir die hier dann doch ein bisschen schräg hin? So. Dann kriegen wir nämlich da noch eine hin. Ja, passt auch vom Spiegelten her. Ja, und dann könnten wir sagen, wir machen hier noch welche hin, ne? Ja, komm, wir kaufen noch mal zwei. Ich würde mal sagen, zwei gehen da noch hin. Dahin. Eine hier. Na, noch nicht ganz. Müssen wir wirklich jeden Platz hier ausnutzen. Ja, so. So passt das doch. Ja. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall effektiv genutzt. Klar, wir könnten jetzt hier noch ein bisschen umstellen. Aber so haben wir hier wirklich den Eingangsbereich. Dass die Kunden hier hoffentlich rumgehen und nicht hier in die Kassen reinrennen. Das ist. Hier sind noch zwei normale Kassen. Die lassen wir auch erstmal. Langfristig könnten wir das dann natürlich auch noch umstellen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, na, was heißt Problem? Wir haben ja noch unsere Gefriertruhe. Ich speichere nochmal zwischendurch. Die wir jetzt hier natürlich so nicht mehr reinkriegen. Ja, dann müssten wir hier noch ein bisschen Platz zum Schieben. Ah, darunter ist noch nicht mal Fußboden. Nee. Zumindest nicht so, wie ich das gerne hätte. Müssen wir erstmal so lassen.
Vielleicht bauen wir hier dann nochmal generell den vorderen Bereich um, dass wir mehr Platz für die Kassen kriegen. Aber vorher würde ich sagen, probieren wir aus, was die Kunden dazu sagen. Und wenn ihr das sehen wollt, ja, tut mir leid, dann müsst ihr bis morgen warten. Oder, falls das Video älter ist als ein Tag, dann einfach die Supermarkt-Simulator-Folge 77 gucken, denn in der werden wir uns angucken, wie die Kassen funktionieren. Und von daher wisst ihr schon mal, was es jetzt morgen gibt. Und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis morgen. Tschüss!